Willkommen zu einem neuen Part meines The Legend of Zelda Twilight Princess Let's Playthrough. Ja, wir sind im Schattentempel und das ist ein cooler Typ. Yeah. Nein, wir haben im letzten Part hier voll das Leuchtding erhalten. Jetzt haben wir ein leuchtendes Schwert. Ich will schon mal ein leuchtendes Schwert haben. Und wir haben uns prächtig amüsiert, ne? Die breite Masse war begeistert. Hoffe ich mal. Ich weiß es nicht, ich nehme das alles an einem Stück auf. Aber es gibt einen Grund zum Feiern und... Warte mal, wieso? Na, lest nochmal die Überschriften. Na. Lest nochmal die Überschriften. Lest sie. Ratet mal, was dieser Part ist. Richtig, die Nummer 69. 69 hat er gesagt. Ach ja. Witzig, ne? Finde ich auch. Ich finde es tatsächlich ein bisschen witzig. Nein, nicht wirklich. Ja, für die Leute, die wissen, was 69 bedeutet, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid versaut. Für die Leute, die es nicht wissen, ihr wollt es nicht wissen. So, dann hätten wir das geklärt. Und geht's jetzt weiter mit hier dem düsteren Reich von Düsterwald. Ja, da sind wir nämlich im düsteren Wald. Nein, das ist ein Eigennamen. Das ist nicht der düstere Wald, das ist der Düsterwald. Wir haben im letzten Part auch alle Herzteile endlich komplettiert. Ja. Das finde ich blöd. Hier drin ist das einfach nur so silbern. Ich meine, das eben war schön. Das war Gold. Das war Gold. Pures Gold, Mann. Genau wie meine Geschichte aus dem letzten Part. Solltet ihr euch also anschauen, falls ihr es noch nicht getan habt. Also bitte sehr. Ja, aber pures Gold. Oh, siehst mal, hier brauche ich wieder Kugeln. Kugeln. Ah. Stirb! Arschloch. So. Bäm. Oh, es leuchtet. Oh. Oh, da kommen wieder diese Dinger, die keiner haben will. Habt ihr so ein tragisches Leben hinter euch, ja? Tja, schau ich mal den letzten Part an. Da erzähle ich von meinem tragischen Leben. Kann man mal machen. Also, den sich anschauen. Vom tragischen Leben erzählen, das ist jetzt wieder eine andere Sache, aber... Anschauen kann man sich den auf jeden Fall. Ja, ich denke, das geht. Das geht schon. Na, Steuerung. Steuerung! Was ist denn los mit dir? Das... Nein! Moment, Das brauche ich mir hier nicht zu Gefallen zu gelassen. Nee. Brauche ich nicht. Nein, mache ich nicht. Nein, das ist jetzt meine Sache. Ich werde hier nicht... Nee. Das ist nicht auf meinem Niveau. Nein, ich werde hier... Nee, nein. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wir werden uns nie wiedersehen. Oh Gott. Zanko-Köpfe. Ich bin Zanko-Köpfe. Wo bist du? Zeig dich. Da bist du. Stirb du erst noch. Aber ich bin gemobst. Ja. Und zu dem Thema. Was? Zanko-Köpfe. Stirb. Oh, ihr seid tot. Ja? Okay, sie sind tot. Sehr gut. Aber das ist ja auch ne. Nee, das brauche ich nicht. Nein. Mach ich nicht. Mag ich nicht. Will ich nicht. Nee. Tschüss. Das, was da drin ist, das nehme ich noch mit. Oh, guck mal, Schlüssel, die nehme ich mit. Das ist schön aus, aber nee, jetzt gehe ich. Tschüss. Ciao. Nein. Ja, yeah, und wir fliegen. So wird zu dem Thema im Übrigen. Also, ja. Dimchronik! Dimchronik! So, ich glaube, jetzt gehen wir raus, ne? Ja. Das sieht mir ganz nach der Freiheit aus. Der Freiheit, der Schwerelosigkeit und natürlich, wer könnte es vergessen, der Scheiße. Ha, super. Ich liebe draußen. So, hier gab es auch noch ein krasses Jump'n'Run-Ding. Oh Gott, da sind die Cargo Rocks, du. Nicht mehr. Die Von Mordor. Mittlerweile, da sind die schon, ne? In Kanada, du. Da. In Kanada, da sind sie jetzt, du. Doch, da kommen sie nicht mehr wieder. Ich sollte aufhören, so einen Müll zu machen. Wie schlecht
Dialekte macht. Oder Akzente? Dialekte. Dialekte! So, hier oben sollte ein Schlüssel vermutlich wieder drin sein, oder? Ne? Ne? Oder der Boss-Key! Oh, shit! Ja. Jump! Ich würde gerne mal so hoch springen und nur ein Herz verlieren. Moment, ich habe nur ein Herz. Das könnte ein Problem darstellen. Na komm, komm her, komm her. Komm her, du musst sterben. Zu sterben, ne? Komm hier, frisches Menschenfleisch. Hier sind doch noch ein paar von euch. Ich will euch auch gar nicht alle absnipern, falls ihr nicht zu mir kommt. Aber ihr kommt doch zu mir. Siehst mal, ist doch schön, wenn man Freunde hat, auf die man sich verlassen kann. So, du kommst aber nicht her, du bist ein Arschloch. Ey, doch, du kommst her. Sehr schön. Ich hab ganz... Ey, du kommst doch nicht her. Was willst du? Ah, doch, du kommst her. Ey, stirb. Und du stirbst auch. Dankeschön. Bist immer noch nicht tot. Was ist denn los mit dir? Bam. Ah, bam. Ah, bam. Ich glaube, ich kann die jetzt alle einfach one-hitten, weil ich dieses Leuchti-Leuchti-Schwert hab. Der hat noch nichts. Moment. Da brauche ich was, was angemessen ist. Hi. Und, wie geht's dir so? Hast du ein schönes Leben? Tja. Dein Leben ist jetzt zu Ende. Was hältst du davon? Was hältst du davon? Okay? Du nix? Willst sterben? Okay? Finde ich gut. Komm her. Bam! Na, er kommt. Ah! Wow, Junge. Wie komm ich hier? Wieder weg. Weg da. Ah. Ha, bedient. So. Jetzt aber ohne groß rumzuschnocken gehen wir mal weiter, ne? Moment, da ist noch ein Arschloch. Der ahnt. Doch, der ahnt was, der kommt. Bam! Voll ein Headshot. Oh yeah. Bam! Den Part nenne ich am besten. Moment, ich habe doch. Ein Part habe ich, glaube ich, genannt Sniperei in der Wüste, ja. Ja, ich glaube schon. Wo wir da nicht wirklich viel gesnipert haben, aber wir haben geschossen und das. Kommt dem Snipern schon ein bisschen nur, ne? Ein bisschen. Ein ganz klein bisschen. So, ich weiß auch nicht, was hier drüben eigentlich war, ob das notwendig war. Ich glaube eigentlich nicht. So, aber eine Sache weiß ich. Du bist aber mal so was von gestorben, du. Du tust hier nicht mehr herum. Ach so, vielleicht... Ah, vermutlich muss man alle Zanto-Köpfe wieder töten und dann... Ja. Ja, siehst du. Ah. Professionell. Und dann geht irgendeine Tür auf und dann... Ha, super. Ich bin ja so intelligent. Hm. Oh, Intelligenz. Zanto-Kopf. Noch ein Zanto-Kopf. Ah, Zanto-Kopf. Bäm. Das hier ist glaube... Das erinnert mich irgendwie an diese... Cutscene mit dem Zanto und diesem... Kennen wir die Cutscene schon? Falls nicht, dann sorry, Spoiler. Ich glaube, das hier war irgendwie so das, wo Zanto kam und dann da oben so dieser Ganondorf-Head war. Mit dem komischen Gehirn. Ah! Seid noch nicht tot! Was ist los mit euch? Ey! Halt sterben! So. Waren das jetzt alle? Aha. Ja, es waren alle. Sehr gut. Jetzt haben wir uns einen richtig krassen Eisenschlüssel verdient. Aus Eisen und noch mehr Eisen. Oh, shit. Ja, gut. Das war's dann auch, ne? Können wir weitergehen? Ja. Finde ich gut. Das finde ich sehr gut mit PF. Ja, ist eine gute Sache. Finde ich, ja, ist annehmbar. Kann man mal machen. So, meine lieben Freunde, jetzt ist aber hier der Spaß aus, ne? Ja, oh Gott. Pong. Ah. Moment, ihr werdet alle sterben, Spoiler. Bam. Ey, seid ihr alle gestorben? Finde ich gar nicht. Das mag ich gar nicht, das finde ich gar nicht gut. Bam, bam. Scheiße. Diese scheiß Wand! Sie hat mich daran geändert, euch zu töten. Na gut. Jetzt seid ihr tot. Ah, tot. Das ist witzig, weil Leute, die sterben. Geil. Wir haben ja im Unterricht tatsächlich ein Buch gelesen zurzeit.
sagen wir mal so, es wurde von sehr schlecht zu schlecht. Nicht wirklich, es blieb einfach auf sehr schlecht. So, ich glaube, das war der falsche Weg. Ja. Ziemlich obvious. So. Dann, ich glaube, das da war der richtige Weg, oder? Das sieht mir ziemlich nach dem richtigen Weg aus. Wo geht's weiter? Da drüben. Ah! Und von der... Moment. Du wirst sterben! Bam! So. Hier rüber und dann... Ich glaube, da musste man sich dann irgendwo hochziehen. Ja, da vorne. Da vorne, ich sehe schon auf mich zukommen, ja? Ich bin vorbereitet. Scheiße, ein Santoka. Bam! Ha! Der kriegt mich nie. Na, glaubst du kriegst mich? Was? Was ist passiert? Kam die Plattform und hat mich einfach kaputt gemacht? Vermutlich. Finde ich nicht gut. Nein. Uncool. Oh, wie das. Das war auch gar nicht mal so cool. Alter! Lass mich mein langes Schwert rausholen. Durch die Gegend schwingen. So, dankeschön. Hä, wieso? Ich hab das Nunchuck gar nicht. Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn! La! Das ist wieder der Typ. Wieder dieses Gefühl. Na, als ob ich ihn irgendwo erkenne. Kennt ihr das? Es ist generell so, in letzter Zeit. Irgendwie kommt es mir sehr oft vor, als ob ich Sachen schon mal erlebt hätte. Ich denke mir da einfach so, was? Was? Das hatte ich doch schon mal. Und das, ich hab das in letzter Zeit echt oft, das ist schrecklich. Ah, so, bam. Bam! Dann wirst du sterben. Bam! Du bist tot. So, das ist total merkwürdig. Ich denke, es mag auch manchmal sein, dass ich mir das nur einbilde, dass ich das schon kannte. Aber irgendwie habe ich manchmal so ein Bauchgefühl, ne? Und dann denke ich mir, hä? Gab's das nicht? Hatte ich. Oh goodness. Denke ich mir einfach so, hatte ich das nicht schon mal? Hä? Dann überlege ich wieder. Das kommt mir in letzter Zeit sehr oft vor. Dann überlege ich wieder. Bilde ich mir das nur ein, dass ich das schon kannte? Ja, ist merkwürdig. Eine Truhe! Ich hoffe, da ist ein Schlüssel drin. Ich hoffe. Peace. Nee, nicht Peace, sondern Daumen drücken. Und wenn die Daumen mal gedrückt sind, dann könnt ihr sie auch gleich wieder rauslassen. Und zwar nach oben. Mhm. Für diese 1A-Leistung. So, jetzt hier dann? Ja! Und zwar darüber, genau. Da geht's dann, glaube ich, zum Boss, oder? Mhm. Den Boss machen wir dann vermutlich im Next Part, weil der ist, glaube ich, gar nicht mal so kurz. Ich könnte jetzt auch eigentlich jetzt Schluss machen, ne? Und dann hätten wir einen schönen komprimierten kurzen Part. Schön, geil. Ich weiß auch leider gar nicht mehr, wie der Post ging. Der Post ist aber schon ziemlich krass. Ja, glaube ich. Ich weiß es auch nicht mehr. Das ist merkwürdig. Da habe ich jetzt ausnahmsweise mal kein Déjà-vu. Ich erinnere mich nur noch an eine Szene. Die war... Der Boss wird super. Na, stirb. Na, oh Gott. It's a little bit wolf action. Give me some... guys to kill. Thank you. No. More guys to kill. I hate you, guys. Oh, es sind 4. Ihr seid böse. You are very mad. Heißt mad böse? Nee. Ich glaube nicht, oder? Doch, stimmt. Das frage ich mich. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, was mad heißt. Oh Gott! Da geht's dann wohl zum Boss! Na, haben wir trotzdem noch 15 Minuten Mark mit zum Zufall. Verdufte, du kleine Wolke. Ha! Du wurdest gekillt! Darfst du auf den Gürtel schreiben? Gekillt vom biggest figure of the world. Mach mal.
Ach komm, wir machen den Santo jetzt. Wir haben jetzt noch Zeit. So, geht schon. Es geht klar. Auf zum Final Boss. Ich will noch nicht spoilern, aber das ist nicht der Final Boss. Ja, auf zum Final Boss. Santo. Moment, wir können ihn schon mal beobachten. Moment. So, komm hier mit Bogen. Dann so, und so. Und in die Fresse. Haha. Oh, Junge. Bäh. Oh, das muss weh getan haben. Aber reagiert gar nicht. Ist das vielleicht ein Fake? Moment, der Stein, das ist seine Energiequelle, denke ich mal. Bäm! Na gut, ich als Entwickler hätte da tatsächlich noch irgendwas eingebaut. Man möchte es kaum glauben, aber hätte ich gemacht. So, Cutscene! Santo! Ist es nicht die Ironie des Schicksals, dass dir deine eigene Magie nun zum Verhängnis wird? Unser Volk ist so lange Zeit unterdrückt worden. Und wie Tiere hat man uns in dieser Welt gefangen gehalten. Uns, ein großes Volk, das in Magie bewandert ist wie keines sonst. Im Schatten wurden wir zu Wesen ohne Zorn und Hass, zu feigen Wesen ohne Leidenschaft. Die Schuld trifft unser träges Königshaus, das im Schattenreich sein Heim suchte und darüber den Glanz der alten Zeit vergaß. Ich unterstütze dieses Königshaus schon zu lang und hielt die Schande nur mit Mühe aus. Ich war mir sicher, dass ich der nächste Herrscher unseres Volkes sein würde. Und dann... verweigert mir das Volk die Anerkennung und ich erhalte nicht die Macht, die einem Oberhaupt des Schattenvolkes gebührt. Doch dann begegnete ich inmitten von Zorn und Verzweiflung einem fleischgewordenen Gott. Das ist jetzt die Katze, die ich von meinte. Drei, zwei, eins. Finish him! Also, das haben wir finished. Ja, das ist die Stelle eindeutig. Aber diese Kugeln sind nicht da. Na gut. Achso, das sind ja seine Schattenkristalle. Das ist die Cutscene, genau. Das ist dieser Pseudo-Gennendorf. Ich werde meine Kraft in deinen Körper legen. Und was du wünschst, das soll auch mein Wunsch sein. Geil. Mein Gott und ich teilen sich nur einen Wunsch. Wo ist er hin? Hinter mir! Endlose Finsternis für die Welt des Lichts. Wow, geiler Soundeffekt. Usurpator. Santo. Oh.
Yeah, er macht jetzt nämlich alle Bosse mal nach. ja. Ich weiß nicht, was... Muss ich einfach so, so hier... Bam? Nee. Vermutlich irgendwie... ein Bumerang? Ja, siehst mal. Dann wird er gebumst. Bam! So, Usurpator, ich weiß nicht, ich hab's glaube ich schon mal erzählt, zumindest in einem Hyrule Warriors Part. Das heißt, Thronräuber, beziehungsweise dass er hat ja mitten vom Thron gestürzt. Das sagt auch sein Name. Sein Titel. Und jetzt ändert er alles und ist auf einmal der zweite Zwischenboss. Das war so und das müsste es auch gewesen sein. Na? Wo bist du? Da vorne bist du. Ah! Arschloch. Ah, schnell, 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 schnell. Bam! Bam! Ahaha. Da bist du, da bist du, da bist du, da bist du. Und BAM! So, er wurde bedient. Und auf zum dritten Zwischenboss. Was war das nochmal? Ach richtig. Was ist der. Das liegt der Zwischenboss. Moment. Warte mal kurz. Das ist der letzte. Das ist der dritte Boss. Oh Gott, ist es ein Riesenzanto? Gott, das ist ein Riesenzanto-Helm. Was braucht man da nochmal für ein Item? Was ist der Greifhaken? Es müsste der Greifhaken gewesen sein. Da, ah, da unten. Hol ihn dir. Link, hol ihn dir. Ha, da hab ich ihn. Da, ah, na komm. Ich brauch den am Boden. So, jetzt BAM, BAM, BAM. BAM, BAM, BAM. So. Ah, scheiße, er ist wieder in seinem Gehäuse. Ah. Ist ein krasser Bossfight, finde ich schon. Ich mag den irgendwie. Oh Gott, meine Fernbedienung ist total am Abrupp. Oh Gott, jetzt kommt so ein Spielchen. Ja, wo ist wohl der Richtige? Da hinten. Komm her! Mein Greifhaken ist nicht so lang. Arschloch. Hab mich gelingt. Nicht gar nicht cool. Alter, so. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Komm her. Alter, mein Greifhaken ist wieder nicht lang genug. Nein! Moment, vielleicht ziehe ich mal meine Schuhe aus. Ja. Da ist er, da ist er, da ist er. Da ist er. So, und jetzt komm her! Was? Alter! Arschloch. Komm, hol ihn dir! Ja, da habe ich dich, du kleine Wichse! Gestellt! Ha! Der wurde. Ich lass es. Oh Gott, jetzt ist es der erste Zwischenboss. Nee, Moment, falsches Item. Die Schuhe erstmal aus, dann hier, da, das weg. Dann muss ich doch einfach nur da unten gegenrollen. Bam! Ey, scheiße. Bam! Ah! Oh, Junge! Ha! Komm runter da! Na? Scheiße. Alter. So, nochmal. Bam! Jetzt aufladen und BAM! Na, da bist du, da bist du, da bist du, du Kleine. Hast du so gedacht? So, BAM und BAM. Und an. BAM! BAM! Und jetzt zum dritten Zwischenboss, ne? Das war dieser. Oh ne, zu. Er wird einfach zu Matronia, ja! Ah! Item, 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 da. Ach, haben wir schon. Ah!
komm auf den Fuß. Bam. Ich möchte mal anmerken, dass alle diese... Na, schnell zu ihm hin, zu ihm hin, zu ihm hin. Dass alle diese Attacken auch in Hyrule Warriors enthalten sind. Also... Na, oh, scheiße. Also die Attacken in Hyrule Warriors haben schon einen Hintergrund. Das sind einfach nicht nur einfach so erfunden, sondern... Die haben schon einen tiefgründigen Sinn zu erfüllen. So, jetzt komme ich aber zu dem. Na komm. Alter! Ja! Bam! Und bam! So. Noch einmal, denke ich. Die Musik auch. Weep, weep. Weep, weep. Die ist cool. Alter, komm her. Nein, komm her, komm her, komm her. Ah, Manu. Wieso kann er eigentlich fliegen? Das ergibt in meinen Augen irgendwie keinen Sinn. Bam, 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 bam. So. Und jetzt, das sollte eigentlich seine letzte Phase sein, glaube ich. Ja, jetzt sind wir nicht auf dem Hyrule-Feld. Jetzt geht's in den Final Fight, Mann. Scheiße. Er hat irgendwie mehr Skill. Dann schaut euch das an. Keine Chance. Achso, ich weiß, was wir machen müssen. Oder auch nicht. Na, ich dachte eigentlich... Ah! Ja, gut, da. Ah. Ich hätte eigentlich so gemacht. Ja gut, geht auch. Ah, die Attacke ist scheiße. Ah! Er hat mein Schild durchbrochen. Wie konnte das nur passieren? Na gut, ich sehe es schon ein. Er ist ein Profi. Bam! 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 Ey! Ah! Mano! Ist da schon noch! Stirb, stirb, stirb! Oh. Ah! Ist halt einfach, ey, dreck mich an den Rand, sodass ich keine Chance mehr. Ah! Ah! Es ist schrecklich. Ja, es ist ein Trauerspiel. Wo bist du? Da bist du. Ah! Ich möchte mein Herzchen. Na komm! Und! Bam! 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 Ah! Nein! Au! Ah, ich werde hier rumgeschubst. Ja! Ja gut, es ist nicht das Hyrule-Feld, es ist einfach Vorschluss Hyrule. Na, na komm. Will dich einfach nur hauen. Hau, hau, hau. Lass es bleiben. Ja, warte, bis er ausgedreht hat und dann... Du bist kein Beyblade! Mann. Ah. Oh, Mann, fucking Beyblade, Santo. Na. Ha! Er ist tot! Deine Ära ist vorbei, Santo. Yeah! Und nun sind alle Schattenkristalle in unserer Hand. Aber es passiert immer noch nichts. Ha! Verfluchte Aufrührer! Du sollst es erfahren, dass du nicht unser Oberhaupt werden konntest, liegt an deinen Augen. Es liegt an dem gierigen Glanz in deinen Augen. Der König fürchtete, du könntest zum Opfer deiner Kräfte werden, wie unsere Vorfahren. Midna, törichte Königin der Schatten, möge dein Fluch auf ewig auf dir lasten. Es war die Macht meines Gottes, die dich und dein Volk mit diesem Fluch belegt hat. Deine Magie wirst du nie zurückgewinnen. Schon ist er auf die Erde hinabgestiegen und wiedergeboren in dieser Welt.
Solange Ganondorf mein Herr am Leben ist, werde auch ich immer wieder zurückkehren. Das ist so eklig. Und jetzt eine Szene, die auch bei Harold Boris übernommen wurde. Mehr oder weniger. Yeah, er bläht sie auf und explodiert. Wow. Es war doch nur ein kleiner Teil von meiner Kraft. Und die ist doch umso viel schwächer als die Macht, die unser Volk in alter Zeit besaß. Nein, schon ja nicht, ne? Siehst mal. Welt gerettet, Hype. Flo, es wird Zeit, Zelda zu retten. Meine Magie habe ich zwar nicht zurückgewinnen können, aber es bleibt uns immer noch die Macht des Schattenvolkes. Damit kann ich auch Zeldas Kraft wieder erwecken. Und diese Kraft wird für immer unverzichtbar und so. Keil. 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 Das ist sowas wie geil, nur mit einem Keil. Verstehst du? Also lass uns gehen. Prinzessin Zelda wartet. Und hier habe ich tatsächlich in meine privaten Datei einfach den Herzcontainer vergessen. Ich meine, das ist dieses riesige Ding, was da vorne rumliegt. Moment. Ich kann doch nicht drüber jumpen, das ist eine unsichtbare Wand. So, und wir sammeln den letzten Herzcontainer ein. In 3, 2, 1. Bams! Herzcontainer erhalten! Die Zahl deiner Herzen steigt um 1. Außerdem wird deine Gesundheit wiederhergestellt. Und wir haben alle Herzen. Ach, und Santo ist tot. Stirb, Santos Thron. Ah, Moment, das ist nicht Santos Thron. Stirb, Santos Thron. So, ist was? Ist. Ja, perfekt. Das war's mit diesem Part. Ich kann dich von hier wegbringen, aber bist du sicher, dass du nichts vergessen hast? Ziemlich! Ich meine, was sollte so ein Typ wie ich schon vergessen? Nichts, ich weiß. So, ich will noch kurz speichern. Lass mich speichern. Ja, ich will speichern. Oha. Am besten... Ja, komm, nimm mir mal die Datei, du. Boah, schon 45 Stunden. Nein, ich will eigentlich nicht weiterspielen. Bitte keine Konversation. Nein, gut. Konversation. Santo war doch nur eine Marionette von Ganondorf. Das heißt, jetzt wissen wir, wer sich hinter dem Zauber verbirgt, der sich auf Hyrule gelegt hat. Er ist im Schloss Hyrule, da bin ich mir sicher. Flo, wir müssen schnell zurück in die Welt des Lichtes und Prinzessin Zelda retten. Das klingt nach einem Plan und wie wir alle wissen, bin ich ein Fan von guten Plänen. Oh, und dieser Plan, das ist eindeutig einer von der guten Sorte, also nicht zu verachten sowas, ne? Gut, dann im nächsten Part machen wir die Drillhöhle. Und vermutlich auch im übernächsten Part, ich weiß nicht. Könnte zwei Parts, wenn nicht sogar drei in Anspruch nehmen. Ja gut, bis dann! Und Schüssel die Batissel die. Wow, krass, ne? Yeah! Moment, ich will doch das kleine hässliche Ding hier anschauen. Falsche Richtung. Bist du ein Baby? Das ist ein hässliches Baby. Möchte ich nur mal so anmerken, also nichts gegen dich, aber du bist schon ziemlich hässlich, ne? Also, dann bis zum hoffentlich nächsten Part, wenn ihr dabei seid. Hoffentlich, ich hoffe mal, dass ihr dabei seid. Wenn nicht, dann seid ihr scheiße. Nein, ihr seid coole Typen. Bleibt dabei, bleibt dran. Und dann haben wir kein Problem miteinander, ja? Dann wird alles cool. Also, bis hoffentlich dann und auf Wiederhören. Moment, kann ich mich hier dranhängen? Kann ich mich hier dranhängen oder sterbe ich? Ich sterbe nicht, ha. Wieso sollte so ein Typ wie ich auch sterben? Keine Ahnung. Auf Wiedersehen! Tschüss!